Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dark Souls und ich begrüße euch wieder in der Dunkelheit, hier im Schlund, im Abgrund, da wo Artorias abgestiegen ist und wo ich eigentlich erst später hin wollte, aber nun bin ich doch schon da. Ach was. Und jetzt gucken wir uns hier einfach mal um. Wenn es zu heftig wird, nehmen wir einfach den Heimkehrknochen. So, wo geht's hier lang? Hier geht's wieder nach oben. Okay. Oh, Feind. Feind. Menschlichkeit. Ja, und da sind wieder all diese Geister, diese kleinen Menschlichkeitsgeister. Jetzt rennen wir aber hier mal zurück. Hier geht es nämlich weiter nach unten und gucken uns erstmal um. Gott sei Dank ist es hier nicht ganz so dunkel wie im Grab der Riesen. Da war das ja echt extrem. Ich kann mal ein bisschen Menschlichkeit farmen. Würde ich nicht nein sagen. Menschlichkeit für Lau. Warum macht ihr hier unten rum? Oh. Okay. Ja, die machen durchaus ordentlich Schaden. Ah, also erstmal heilen. Gut, also mit denen ist jetzt nicht zu spaßen, Frau Hong. Also die Menschlichkeitslieferanten sind nicht unkritisch. Außerdem liefern sie keine Menschlichkeit. Könntest du mir mal ein bisschen was droppen hier? Ah, da, siehste. Menschlichkeit plus eins. So. Gott. Waren das nicht gerade noch mehr? Wir leuchten mal so ein bisschen aus. Jetzt bin ich froh um diese kleine Lampe. Ist auch doof, dass man das immer bestätigen muss. Das hat mich auch schon mal einen Tod gekostet. Kann ich euch eigentlich blocken? Kommt zu mir, will da nicht runterfallen. Ob das eine Bedeutung hat, dass die verschieden groß sind? Kleine Menschlichkeit, große Menschlichkeit? Normalos und Helden? Habe echt Schiss, da runterzufallen. Kämpfen wir uns hier halt mal durch. Gegenstand nehmen, Menschlichkeit plus eins. Endlich lassen die mal was fallen. Punkte geben sie ja keine, aber das soll mir mal egal sein. Solange die Menschlichkeit droppen, ist mir alles recht. Schwarze Flamme, nochmal irgendwie so ein Zauber. Und jetzt? Jetzt da irgendwo weiter, da unten sehe ich es leuchten. Dann muss es irgendwo weitergehen. Tja, darunter? Nein. Komm, irgendwo muss ein Weg gehen. Also hier nicht. Ich weiß nicht, ich frage mich, was uns da unten erwartet, weil ich habe keinen Plan. Also ich glaube, hier geht es nicht weiter. Müssen wir doch wieder irgendwie nach oben. Ich habe keinen Plan, wem oder was Artorias zum Opfer gefallen ist. Jetzt hoffe ich, dass wir von da oben irgendwie weiterkommen. Diese kleinen Leuchtsteinchen suchen, die weisen einen zumindest. Genau. Da. Ich glaube, dann sind wir fast am Leuchtfeuer, oder? Wenn wir da jetzt hochlaufen. Ne, sind wir nicht. Na, dann hüpfen wir halt mal da runter. Steht da. Pass auf hinten. Der ist schon tot und da sind die ganzen Menschlichkeiten. Hey, echt? Ja, doch, da kommen wir hoch. Okay, ja dann. Genau, da sind wir vorhin runtergebrochen. Also, gestern. Für mich vorhin. Und dann ist da irgendwo das Leuchtfeuer. Und an das werden wir uns jetzt setzen und werden mal kurz an den Feuerbandschrein zurückkehren.
so wie wir das eigentlich in der letzten Folge schon vorhatten und kommen einfach später wieder. Es ist ja nicht allzu weit zum Laufen hierher, wenn wir im Mausoleum waren. Jetzt finde nur bitte den richtigen Weg, da war es doch, oder? Das sieht einfach von der Seite gänzlich anders aus. Ja, perfekt. Ah, Gott sei Dank. Okay. Haben wir denn jetzt noch eine andere Stadt? Olasil, okay. Gut, also wir können da in die Stadt. Und dann ist es ja nicht allzu weit. Und dann gucken wir uns, nachdem wir uns, ja, mit 20 Flakons eingedeckt haben. Und unsere Ausrüstung repariert haben. Was haben wir denn noch so an Seelen? Was brauche ich zum Aufsteigen? 45.000 oder so, glaube ich. 47, fehlen mir 22.000. Ich glaube, dann gehen wir dafür lieber Pfeile kaufen. Giftpfeile. Ja, okay. Nimm lieber das Schild. Mit der Lampe kannst du jetzt nicht allzu viel werden. Tja, ich frage mich, was mit Logan passiert ist. Kurzschwert. Warte mal. Da sitzt der Typ aus den Untiefen. Ist der das, der Sammler? Ich glaube. Naja, egal, was soll's. Ich glaube, im Augenblick brauche ich nichts. Außer Pfeile. Dann gucken wir uns diesen Abgrund an. Das ist ja das, was wohl auch die Prinzessin Dusk gefressen hat. Weiß nicht, ob wir die da unten irgendwo finden können. Wie sollen die ja retten, wenn wir sie retten sollen? Muss sie ja auch irgendwo sein, oder? Wir sollen sie ein zweites Mal retten. Das hat Elizabeth zu uns gesagt. Tschack. Uff. Und tot. Ach ja. Habe ich ja noch nicht genug. Menschlichkeit? Nein. Schade. Gib einfach Gas, Berliner. Los, renn. Renn, Miss Beautiful. Und bevor wir das machen, werden wir noch ein paar Seelen. Damit wir ordentlich Pfeile kaufen können. Ich nehme mal den Wanderfluch da jetzt raus. Dann tun wir den Ritter rein. Glaube ich 5.000, oder? Ja. Oh, da können wir jetzt ordentlich... Ja, ich weiß. Dann nehmen wir noch mal 6 mit. Giftiges Wurfmesser. Heimkehrerknochen, wie viel haben wir denn da? Komm, da kaufen wir auch noch ein paar. Vielleicht werde ich es in meinem New Game Plus brauchen. 277, das finde ich gut. Ja, sie mag uns. Ach, sie mag uns. Was macht mich das glücklich? Sie mag uns. Das macht mich happy. So happy together. Die ist ganz schön verschlagen, finde ich, diese Händlerin.
So, was wir natürlich auch kurz machen könnten, das überlege ich mir gerade, wir könnten mal zum Aschesee reisen, um zu gucken, ob Siegmeier da ist. Wenn das denn mit der Quest geklappt hat. Weil irgendwie, wie gesagt, war das anders, als es beschrieben war. Und ich weiß eigentlich, wo ist denn seine Siggi? Ich habe die einmal angelogen, glaube ich. Genau, lass uns kurz. Ist es der ewige Drache oder Steindrache? Ich glaube ja. Ich glaube, zu dem müssen wir. Ja, genau. Aschesee. Und ich habe gelesen, ihr Lieben, und das machen wir jetzt auch, dass man ihm völlig gefahrlos den Schwanz abschlagen kann. Allen Viechern kann man hier den Schwanz abschlagen. Und dass man da ein cooles Schwert kriegt und er noch nicht mal irgendwas sagt. Drachengroßschwert. Ich habe keinen Drachenstein mehr. So, okay. Und der sagt gar nichts dagegen. Es gibt ja Spieler, die einfach bloß, ja, in den Bosskämpfen darauf aus sind, zuerst mal den Schwanz abzuschlagen, um da diese Waffen zu bekommen. Ich kann das bloß bewundern. Ich bin froh, wenn ich die Bosse überhaupt fertig bringe, obwohl es insgesamt deutlich besser ging als gedacht. Richtig Probleme haben wir bloß zwei gemacht. Ansonsten war es halt eine Lernkurve, die zwischen 1 und 5 Tode gebraucht hat. Also wenn er jetzt nicht da ist, der muss da, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, haha, das ist natürlich immer vorausgesetzt, muss der Siegmeier da bei dem Leuchtfeuer da am Anfang sein. Und wenn er da nicht ist, dann ist wohl irgendwas schiefgegangen. Ach, da sind wieder Muscheln. Stimmt ja. Na komm. Die schwächen wir ein bisschen. Es geht ja wunderbar mit Gift. Jetzt mache ich mal lieber, dass ich da wegkomme. Und hoffe, dass sie mir noch ein bisschen Funkeltitanit droppt. Schön, wenn man schnell Schaden macht. Und wehe, du droppst mir kein Funkeltitanit. Und? Läuterungsstein ist auch sehr willkommen. Dankeschön. Ich finde dieses Gebiet echt wunderschön. Das ist, ne? Obwohl es ja von den Texturen her eigentlich ganz einfach ist, aber es ist unglaublich stimmungsvoll. Komm, fall runter. Hast du was getroppt? Ich glaube, er ist tot, oder? Keine Ahnung. Diese Muscheln geben gar nicht viel Punkte dafür, dass sie doch relativ anstrengend sind. Finde ich. Ah ja, jetzt ist er gestorben. Wir machen das wieder so. Das hat sich echt bewährt, wenn man es denn trifft. Ich treffe das blöde Vieh nicht, aber ist schon vergiftet. Bei dir scheint das recht schnell zu gehen. Sie sehen aus, als hätten sie irgendwelche Strapse an, die Viecher. Da fragt man sich auch, was der Monster-Designer sich dabei gedacht hat.
Wahrscheinlich genau sowas in der Art, ich würde wetten. Und? Funkelt Titanit, das hätte gerne 2 oder 3 sein können. Ich bin gespannt, ob Siegmeier da ist. Sigrid haben wir ja auch nicht mehr gesehen, oder Sigrun. Seine Tochter, die war eine Zeit lang am Schreien und dann war sie weg. Vielleicht müssten wir die nochmal suchen. Weil die hat ja ein ähnliches Talent wie ihr Paps. Na komm, jetzt machen wir kurzerhand einen kurzen Prozess. Wenn wir Schaden fressen, fressen wir halt Schaden. Funkeltitanit. Ja, danke schön. So Leute, jetzt drückt die Daumen, dass er da ist. Ja, es ist eigentlich wirklich die billigste Kulisse und trotzdem ist es unglaublich stimmungsvoll. Ach ja, wir können da durchlaufen. Genau, also falls er nicht da ist, dann werde ich nochmal gucken, ob man irgendwo seine Tochter vielleicht nochmal abholen muss. Und ansonsten wüsste ich einfach nicht, was da schiefgelaufen ist. Es kann ja nicht daran liegen, dass ich die Viecher schon erschlagen habe. Es verunsichert halt, weil es so anders war. Nee, er ist nicht da. Okay, dann werde ich einfach zwischen den Folgen nochmal gucken, ob ich seine Tochter nochmal irgendwo auftreiben kann. Weil hier müsste er sein. So stand es geschrieben. Bist du irgendwo da unten? Nö. Tja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich steht er noch im verlorenen Izalit. Das wäre doof. Okay, Leute, wir teleportieren uns jetzt nach Olasilstadt. Es ist, glaube ich, davon, wo aus wir gestartet sind. Ich werde noch kurz eine Zigarette drehen. Und dann erkunden wir diese Untiefen, gucken mal, was da los ist, was es da noch so gibt. Ach, hier ist das, okay. Dann landen wir hier. Okay. Tja. Gibt es denn hier noch einen Aufzug darunter? Haben wir hier noch irgendwo einen Aufzug? Ich überlege gerade. Mir fällt jetzt bloß der eine ein. Beim Leuchtfeuer selber war kein Aufzug. Ne, ist egal. Und dann nehmen wir halt den. Ist ja Schnuppe. Und noch ein paar zwei große Scherben gleich, echt. Ist der Hammer. Brauche ich die nicht, um meine Dings zu verbessern, meine Schilder? Oder gehen Schilder nur bis plus 5? Fehlt mir irgendeine Glut? Ich dachte, dass auch Schilder bis plus 10 gehen. Weil das wäre natürlich cool, hey. Weil ich bilde mir ein, seit wir die ein bisschen verbessert haben, die Schilder, dass unser Widerstand gegen Schläge besser ist, weil wir standfester sind. Aber es kann natürlich auch die blanke Einbildung sein. Und die Waffen hat man mit den kleinen Scherben bis auf plus 5 verbessert und danach waren dann die großen Scherben gefragt und davon haben wir ja jetzt einen riesen Vorrat. Ich hole den Aufzug. Fahre hier jetzt einfach runter. Da fällt mir der Weg auf Anhieb ein. Ich will nicht hoffen, dass dieser kettenschwingende Typ wieder da ist. Ne. Oder? Steht der wieder da? Gott, wäre mir das lästig. Hab euch. Und alle droppen sie mir was. Oder fast alle. Das ist ja der Hammer echt.
Oh, jetzt bist du vergiftet. Nummer 1 kann ich jetzt in Ruhe abwarten. Oder Nummer 2 noch treffen. Ah, auch erfolgreich vergiftet. Tschüss und was gedroppt. Ja, perfekto. Und du bist auch gleich hinüber? Ich sehe das. Ja. Guckt euch diese fette Beute an. Da kann ich gar nicht drüber fertig werden. Grüne Scherbe, naja. Der Typ ist wirklich wieder da. Ich glaube, ich spinne. Ich hätte gedacht, wir sind ihn los. Aber ganz offensichtlich nicht. Die Frage ist, ob man da jetzt einfach vorbeirennen. Oh, er hat uns getroffen. Und den Aufzug holen. Jetzt ist der Aufzug nicht da. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Fahr los. Ach, Gott sei Dank. Aber mal gerade so, Neutz. Ich hätte nicht gedacht, dass der wieder da ist. Ich dachte, es sei ein Zwischenboss. Ja, so kann man sich täuschen. Jetzt sind wir am Leuchtfeuer. Wunderbar, da setzen wir jetzt unseren Anker. Und dann erforschen wir jetzt diese Untiefen. Komm, kann ich jetzt mit den Schildern was machen? Das Wappenschild kann ich verbessern, das mache ich auch. Da werde ich jetzt das ganze Funkeltitanit nehmen. Das mal haben, Leute. Tja. Okay, aber die auf plus 5 sind, die kann ich nicht weiter verbessern. Muss ich mal irgendwann, wenn wir in den Schmied sind, gucken. So, jetzt wird's spannend. Wir machen uns wieder ein bisschen Licht, damit es nicht ganz so unerträglich ist. Und da fällt man gleich runter. Schlund des Abgrunds. Was ist Artorias hier passiert? Nett, dass sie die kleinen leuchtenden Dinger dahin haben. Ich weiß, dass du da bist. Der hat mir wehgetan. Ah, egal, komm. Da sind mal wieder Nachrichten, die habe ich schon ein bisschen vermisst. Der hat mir wehgetan, weil ich Dofi wieder kein Schild hatte. So dunkel ist es nicht. Damit kann man leben. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Menschlichkeit farmen, oder? Oh. Das ist natürlich doof. Du hier ist doof. Ja, ja, es ist so, ist gut. So ist mir, so passt mir das. Oh. Meine Güte. Ja, das war jetzt irritierend, aber ist egal. Wir gehen Menschlichkeit farmen. Wir haben ja genügend Flakons. Und wir sollten natürlich schon auch auf die Ausdauer achten. Da hat mir nicht einer was gedroppt. Strenge ich mich so an. Wieso droppt ihr nichts? Weiß auch nicht, woran das liegt. Jetzt haben wir doch wirklich schon eine Beutewahrscheinlichkeit von über 400. Und die kleinen Drecksdinger machen mir nur Schaden und droppen nichts. Heil nicht vergessen. Heil dich. Alles für nichts? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah doch, da liegt zumindest eine. Die machen ganz schön Schaden, wenn sie da einen durchdringen. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen konzentrierter sein. Oh, Menschlichkeit. Menschlichkeit. Da liegt noch mal Menschlichkeit. Jetzt werde ich dann doch heilen, mal wieder.
Da sind noch mehr von den Biestern. Ich guck mal hier oben rum. Da oben sind wir hochgelaufen bereits. Also das heißt, da dürfte nichts mehr sein. Nützt mir da eigentlich der Schild was? Halt einfach ein bisschen Abstand, Jolina. Dann wird das schon und gedroppt. Oh, Doppelmenschlichkeit, yes. Mein Schild scheint nichts zu taugen dagegen. Okay. Hier irgendwo dagegen hauen. So, und wo geht's weiter? Mach mal ein Licht an. Mach mal ein Licht an, Frau Hawk. Natürlich da, wo die kleinen Leuchtkugeln sind. Pass auf hinten. Ja, das haben wir schon gelesen. Okay. Also rechts und links scheint es nur tief hinabzugehen. Also versuchen wir möglichst hier zu bleiben. Das ist ja breit genug. Das sollte selbst mir gelingen. Obwohl, man weiß nie. Irgendwas erschreckt mich und das war's dann. Jetzt ist es nicht mehr so dunkel. Versuch's mit rechts. Die Seele eines. Nein, Doppelmenschlichkeit. Her damit. Versuch's mit rechts. Was heißt es? Gabelt sich der Weg? Ja, der gabelt sich. Ach, guck mal an. Hier ist ein Nebeltor. Dann werden wir hier wohl noch einen Boss erwarten, oder? Famoser Schatz. Na, wer weiß, ob das stimmt. Wahrscheinlich falle ich hier jetzt gleich irgendwo runter. Jetzt vor allem Pfeile. Feinde, die nichts droppen. Famoser Schatz. Weiße Scholle. Ja, das braucht man, um irgendwelche Waffe auf plus 15 zu verbessern. Wir gucken uns hier aber erstmal noch weiter um, bevor wir durch dieses Tor treten. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was uns da erwartet. Wir können aber zumindest schon mal Vorbereitungen treffen. Balderschwert, komm schon. Wenn es denn ein Boss ist, wollen wir gewappnet sein. Die Rüstung finde ich ja eigentlich ganz passend, wenn ich ehrlich bin. Verstärkt Gegenangriff, verstärkt Balance. Zusätzliche Magie, Hälfte TP. Keine Geräusche. Ich glaube, dass wir das nehmen, wenn es denn ein Boss sein sollte. Und dann kommt hier wieder rein. Lass uns das nie ausgehen, das Goldharz. Und die grüne Blüte. Das Ding. Ach, vielleicht können wir das gegen die Menschlichkeit einsetzen. Das können wir gerade mal gucken. Den Silberanhänger, der muss doch für irgendwas taugen. Famoser Schatz. Brauchst Menschlichkeit? Pass auf, Tod. Da unten leuchten irgendwelche Augen. Oder was ist das da? Das Rote da unten? Oh. Oh, Flakon gekriegt. Ist gerade eine Schrift aufgetaucht. Noch ein Flakon gekriegt. Nein, das scheint nichts zu taugen. Oh, da unten sind noch einige. Von den Viechern. Bitte pass ein bisschen auf, Jolina. Die machen auch Schaden.
Und wenn da unten Boss ist, ist gerade die Schrift aufgetaucht. Versuch's mit Geschoss. Gegen den Boss. Was für Geschoss? Bogen, oder? Geschoss wäre Bogen. Oh! Frau Hawk, denk an deine Ausdauer. Ja, wir hatten recht komfortabel. Flakons. Jetzt haben wir sie hier alle hegemacht. Okay. Draken. Drakensang. Skeletten. Hä? Seele eines Helden. So, und geht's da jetzt noch irgendwo runter? Hm. Aber wir haben ja Flakons dazu bekommen, weil ja dankenswerterweise hier entweder Leute eingetroffen sind oder gestorben sind. Ich weiß nicht genau, wann wir diese Flakons bekommen. Geht's hier jetzt weiter? Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, wir haben kaum Seelen, die uns wehtun könnten. Deswegen, ihr Lieben, gehen wir einfach mal da rein. Wechseln natürlich das Schwert. Werden Goldsharz auftragen und dann gucken wir einfach, was Sache ist. Ja, Boss-Time. Das sieht mir doch schon gleich so aus, natürlich. Oh, ich hoffe, dass ich dann meine Dings noch habe, meine Verstärkungen noch habe, wenn wir jetzt hier so lange Einspieler haben. Oh Mann, da kommt dieser ganze Sabber. Ach du Scheiße. Danke. Irgendwas hat uns in den Abgrund gezogen. Okay. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Ey. Oh Gott, wo ist denn da vorne und wo ist hinten? Och du Schande. Brauchen wir jetzt das hier? Das könnte durchaus sein. Ich schlag mal zu. Oh! Vater des Abgrunds. Ach ja. Vielleicht sollte ich doch das Schild nehmen. Und ein bisschen heilen. Ja, heil mal, heil mal, heil mal. Und heil gleich weiter. Komm her. Heil weiter, heil weiter, heil weiter. Jetzt hat er sicherlich gleich eine zweite Phase. Ja, 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 ja. Heil dich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Keine Ausdauer mehr, keine Ausdauer mehr. Heil dich, heil dich. Oh Mann, verdammt. Und? Greif an. Gib ihm. Heil dich. Heil dich. Und greif an. Heil dich. Heil dich. Komm. Heil dich. Und greif an. Los, greif an. Greif an. Aua, 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 aua. Heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich. Autschi, 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 autschi. Oh, Papa Magnus. Manus. Scheiße, wir haben kein Blitzdings mehr. Heil dich.
Kein Blitzdings mehr. Kein Blitzdings mehr. Komm auf. Juhu, wir haben ihn. Juhu. Oh, Seele des Manus. Wie ist das ultra geil? Leute, wir haben ihn. Yes. Und 10 Menschlichkeit. Wow. Oh. Dusk. Dusk? Sprichst du mit mir? Hallo? Warst du etwa dieses Wesen? Oh Mann, ey. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Also ich sag euch, Balderschwert plus 15 verstärkt mit, das ist echt der Hammer. Das ist der totale Hammer. Und gut, dass wir das Magieschild hatten. Leuchtfeuer wurde entzündet. Wir steigen auf. Was nehmen wir denn? Ich nehme noch ein bisschen Feuerabwehr, Blitzabwehr, Kondition. Ja. Noch ein bisschen Kondition. Die redet nicht mit uns. Warum redest du nicht mit uns das? Gibt es hier noch irgendwas? War sie das? Brauchst Charmeur? Was bitte heißt, brauche Charmeur? Oh Mann. Komme ich hier jetzt irgendwo raus? Ich habe keine Ahnung. Wo liegt sie denn? Da vorne liegt sie. Irgendwo am Rand. Ist jetzt weg. War sie dieses Wesen? Tja, wenn ich das jetzt wüsste. Bisschen verwirrend. Na, zumindest haben wir das gefunden. Auch wenn sie nicht mit uns reden will. Hallo? Du bist doch das, oder? Ja, klar. Was ist jetzt, wenn ich diesen Ring anziehe? Diesen Schreiterring? Lass mal gucken. Wo bist du? Passiert dann was? Ermöglicht Abgrundschreiten. Passiert da jetzt irgendwas? So ein bisschen unbefriedigend. Schreiben die Leute noch irgendwas? Oder soll ich jetzt mal zu Elisabeth zurückkehren? Boss, ja. Ja, Boss. Brauchst Charmeur. Tja. Do not understand. Ich wollte eigentlich lesen, was da steht. Geschafft, ja. Der war jetzt nicht so schwer. Also zumindest nicht mit der Ausrüstung. Da haben wir gar nicht mehr Havels Zeug gebraucht. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt runter kann, oder? Na gut, wir haben das gefunden. Sie will nicht mit uns reden. Jetzt teleportieren wir uns mal in den Mausoleumsgarten und sprechen mit Elisabeth. Vielleicht hat die uns jetzt Neues zu berichten. Ach so, Mensch. Nicht im Garten. Oh, komm. Komm, wir teleportieren uns. Genau, sind wir faul, laufen nicht. Ins Mausoleum wollten wir. Genau. Manus. Manus. Okay. Also, es gab genau 2 Bosse bislang, die mich zur Verzweiflung gebracht haben. Das war Artorias bei den ersten Versuchen. Und es war der blöde Dämon. Tausendfüßler-Dämon. Elisabeth? I have awaited thee. Ja. Thou hast rescued Princess Dusk. Sie jetzt? And rid us of that terrible primeval human. Even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. Aber immer her damit. Thee, as do we all. Oh, Elisabeths Pilz. Was ist das? Du hast leider kein Dings mehr. Hm.
I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. Das stimmt. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Es war mir ein großes Vergnügen, Elisabeth. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Ja, da wollen wir mal gucken, was für Pilze sie uns gegeben hat. Gibt es noch mehr? Nein. Okay. Du bist eine ganz andere Marke als deine Verwandten bei uns. Gut, wir haben sie gerettet. Dann denke ich, dass wir hier soweit fertig sind. Ach nee, da wäre ja noch der Drache. Genau. Da wäre ja noch der Drache. Kommt mir gerade. Der Drache ist doch auch noch da. Der Drache ist auch noch da. Aber erst will ich wissen, was sie uns da gegeben hat, Elisabeths Pilz. Was das ist. Heilt zeitweise viele TPs. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftigt er den Körper und heilt kurzfristig viele TPs. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Das ist ziemlich cool. Gut, okay, ihr Lieben. Zurück. Ja, zurück, teleportieren, 20 Estus-Flakons holen und in der nächsten Folge gucken wir nochmal nach diesem Drachen. Genau. Also kann ich auch gleich wieder zurück. Und dann bleibt mir erstmal nichts anderes, ihr Lieben, als mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken. Und euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende zu wünschen. Bis bald. Tschüss.